Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Werkbier. Dieses Mal habe ich einige Kleinprojekte gebastelt. Welche das sind, seht ihr gleich nach dem Intro. Bis gleich! In dieser Woche habe ich mehrere Kleinprojekte durchgeführt. Als erstes habe ich etwas Holz in verschiedenen Farben lasiert und gebeizt. Danach habe ich zum ersten Mal graviert und zu guter Letzt habe ich noch eine Halterung für die Werkbank gebaut. Im ersten Teil zeige ich euch meine Erfahrungen mit dem Lasieren und Beizen von Hölzern. Zuallererst habe ich die Holzstücke etwas angefeuchtet und geschliffen. Nachdem ich die Stücke entstaubt habe, konnte ich mit dem Beizen beginnen. Dazu habe ich die Beize in Faserrichtung satt aufgetragen. Im zweiten Durchgang habe ich das überschüssige Material quer zur Faserrichtung abgetragen. Nach dem Trocknen habe ich diesen Vorgang mehrfach wiederholt. Hier seht ihr meine ersten Teststücke. Mit dieser Erfahrung habe ich begonnen, meine beiden Kumikos zu beizen bzw. zu lasieren. Das große Kumiko habe ich mit einer Beize versehen. Das kleine Kumiko habe ich mit einer weißen Lasur auf Wasserbasis gestrichen. Die größte Schwierigkeit dabei war, die Lasur in die spitzen Ecken zu bekommen. Hier seht ihr das Ergebnis dieser Arbeit. Die meisten Holzstücke habe ich gebeizt. Diese beiden Holzstücke wurden mit demselben Farbton versehen. Jedoch wurde das eine mit einer Lasur versehen und das andere mit einer Beize. Die Lasur ist etwas rötlicher geworden als die Beize. Diese beiden Holzstücke wurden mit derselben Beize versehen, jedoch erhielt das linke Stück zwei Schichten Holzlack. Das Ergebnis ist eine schöne spiegelnde Oberfläche. Zu guter Letzt seht ihr hier die bearbeiteten Kumikos. Das große wurde gebeizt und das kleine wurde lasiert. Welches gefällt euch besser? Im zweiten Kleinprojekt habe ich zum ersten Mal Holz graviert. Dazu habe ich ein Multifunktionswerkzeug mit dem entsprechenden Gravieraufsatz verwendet. Meine Idee war es, einen kleinen Schriftzug zu gravieren. Jedoch war dies nicht so einfach, da das Werkzeug und der Aufsatz für Rechtshänder konstruiert ist. Da ich mit der linken Hand schreibe, musste ich für dieses Projekt etwas umlernen. Das Ganze sieht etwas unbeholfen aus, aber das Ergebnis ist für den ersten Versuch nicht schlecht geworden. Dennoch ist das Ganze noch ausbaufähig. Was meint ihr dazu? Wie findet ihr diesen Schriftzug? Im letzten Kleinprojekt habe ich eine Halterung für die Werkbank gebaut. Diese soll den Schlauch von der Absaugung halten, währenddessen ich mit dem Werkzeug arbeite. Die Konstruktion ist sehr einfach. Man nehme zwei Holzplatten, eine kleine Holzleiste, eine M8 Gewindestange und drei M8 Flügelmuttern sowie eine normale M8 Mutter. Mit den beiden Holzplatten wird die Halterung auf der Werkbank befestigt. An der Oberseite wird die Holzleiste befestigt, die später den Schlauch halten soll. Damit der Schlauch nicht verrutscht, habe ich noch einen Winkel an das Ende der Holzleiste befestigt. Wie ihr seht, ist das Ganze keine große Hexerei. Die Gewindestange ist sehr stabil und verbiegt sich nicht so leicht. In den ersten Tests hielt diese Halterung einen Schlauch sowie ein Stromkabel ohne Probleme aus.
Das waren meine drei Kleinprojekte von dieser Woche. Schreibt mir eure Meinungen und Vorschläge in die Kommentare. Gerne freue ich mich auch über Tipps und Tricks zu den einzelnen Arbeitsschritten. Lasst mir ein Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!